eine trabantierten Zweitakter. Und das ist auch eine sehr gute Frage. Was macht das Zweitakt mit einem? A, ist es für mich persönlich, der Klang, gerade mit einer umgebauten Auspuffanlage. Und der Geruch ist auch sehr, sehr wichtig. Also da lege ich persönlich auch sehr viel Wert drauf, dass da auch das Öl aus DDR-Zeiten reinkommt. Dass das wirklich nach Go-Kart von DDR-Zeiten, also wir hatten hier bei uns in Wolfen, hatten wir zum Beispiel eine damalige Go-Kart-Bahn, was heute ein alter Busplatz ist. Und daher, das ist wie eingebrannt in der Nase. Den Geruch, wenn da ein Moped, ein hochgezüchtetes Moped kommt, was dasselbe Öl fährt, dann Erbelpanzer. Den eigentlichen Ostnagel bekam ich durch meinen Schulfreund oder jetzigen Lackierer. Der hatte damals Mitte der 90er schon für unsere Region einen sehr auffälligen umgebauten Trabant. Und deswegen habe ich dann gesagt, da möchten wir dann auch mal hinkommen. Nee, ich hatte erst noch einen anderen, der an meinem Stromkasten dranhängt. Das war mein erster Trabi. Und da haben wir halt eben angefangen mit dem besagten Bodykit, weil das ja früher gang und gäbe war. Aber das war dann irgendwann nicht so meins, weil wer möchte schon so einen GFK-Bomber haben. Und daraufhin haben wir dann immer mal angefangen, irgendwelche Zeitungen zu wälzen. Und da bin ich dann auf ihn dann gestoßen. Ja, 99 habe ich dann mit meinem Kumpel dann, waren wir dann halt im Tunnel auf der Tankstelle und haben wir dann die Zeitung gehört und da war dann das Auto drinne, was ich dann halt eben geil fand und gesagt habe, so muss eigentlich ein Trabi aussehen. So, und die Zeitung habe ich ja heute noch und 2004 habe ich dann wieder durch eine Tuning-Zeitung, weil ich habe ja noch kein Internet, habe ich dann ein Inserat gefunden, dass jemand halt eben aus Nordhausen einen Trabi verkauft. So, und daraufhin habe ich dann halt eben meinen 2er Golf angeboten zum Tausch. Und da hat er dann schon immer gesagt, mein Lackierer, dann macht der eh nicht. Und da habe ich gesagt, da, klar, warum nicht? Einfach mal anbieten. Und da habe ich dann Kontakt aufgenommen und dann ging das dann auch eigentlich relativ fix. Dann bin ich dann halt eben mit meinem Golf dann nach Nordhausen gefahren, haben wir uns dann da Autos dann gegenseitig angeguckt und dann war der Deal eigentlich schon klar. Ja, ich bin das erste Jahr, bin ich dann halt eben so gefahren, wie ich ihn halt eben aus Nordhausen gekriegt habe. Das heißt, die Karosse, die war schon angefangen. Es war halt eben in meinen Augen ein unvollständiges Projekt. Der Kofferraum war nicht verkleidet, Innenraum waren viele Baustellen, Motorraum waren einige Baustellen. Für die damalige Zeit war es okay. Und da bin ich ein Jahr dann so gefahren, habe dann angefangen, den Kofferraum auseinanderzunehmen und neu zu verkleiden und die Technik komplett neu umzuarbeiten. Und dann habe ich aber halt eben mitgekriegt, dass die Karosserieschäden sich halt eben häufen. Da Riss, da wird was gebrochen. Und 2005 habe ich dann für mich dann beschlossen, jetzt reiße ich ihn komplett auseinander und dann fange ich komplett bei Null an. Das heißt, wir mussten dann anfangen, neue Dome komplett vorne einzuschweißen. Die waren komplett gebrochen. Spachtelarbeiten waren gerissen. Keine Frage nach der Zeit. Und dann haben wir halt eben dann peu à peu dann angefangen, die Karosse komplett bei Null aufzuarbeiten. Das Auto hatte halt eben über seine Zeit vor mir verschiedene Designs gehabt, verschiedene Lackierungen, was das Auto halt eben auch so bekannt macht, weil es auch einer der ersten Geschoppten damals war in Deutschland. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass das mein Auto war, was ich
in der Zeitung schon in der Garage oder im Zimmer schon hängen hatte. Und da stellte sich halt eben dann später dann heraus, dass das wirklich das ist, was ich 99 schon bewundert habe und dann 2004 dann bei mir dann in der Garage stand. Liebe Sauerkrauts-Community, auch in diesem Jahr schmeißen wir wieder eine Party für euch. Unser inneres Blumenpflücken findet in diesem Jahr am 15.06.2024 auf der Rennbahn Hoppegarten statt. Sichert euch jetzt eins der limitierten Tickets auf www.ib2024.de oder scannt den QR-Code. Inneres Blumenpflücken, DJs 2024. The Disco Boys. Thomas Lizarra. Two Elements. DEA Platinum Pussies. Blonde. Die Genossen Fett. House Junkie. Pepino. DJ Def Jam. Nun aber zurück zum Film. Das durch den damaligen Besitzer habe ich dann halt eben Bildmaterialien immer mal noch zugeschickt bekommen. Und dann sagte er mir dann bloß irgendwann mal, na, das ist doch der grün-blaue gewesen. So, und da habe ich dann gefragt, ich sage, der? Und dann genau der. Das war, da habe ich gesagt, oh, naja, man glaubt es nicht. Man glaubt es einfach nicht, dass das genau der ist, den man eigentlich über Jahre bei sich in der Werkstatt hängen hat und dann eigentlich in einem anderen Kleid dann neben ihm dann steht oder dann als dein Eigentum dann nennen kann. Die größten Herausforderungen waren halt eben die Zusammenarbeit mit der Glaserei. Zu der damaligen Zeit war es halt eben schwierig, da jemanden zu finden, die wirklich sagen, wir bauen dir deine Scheiben so, wie du das möchtest. Wo ich den damals bekommen habe, waren halt eben nur Makrolonscheiben verbaut, bis auf die Seitenscheiben. Und da hat mein TÜV-Mann dann irgendwann gesagt, du pass auf, eine Frontscheibe als Makrolon, never. Mach ich nicht mehr, kümmere dich um eine richtige Scheibe und dann kannst du wieder hierher kommen. So, und in dem Atemzug, wo ich ihn dann 2005 dann sowieso dann auseinandergebaut habe, habe ich mich dann halt eben dann kundig gemacht über Glasereien bei uns hier in der Region oder auch grenzübergreifend. Wer möchte sich daran setzen, beziehungsweise wer hat die Eier dazu, die Scheiben zu bauen? Sicherlich gab es damals schon Firmen, die gesagt haben, hier, wir haben das schon mal gemacht. Aber für einen Trabant war es halt eben schwierig, beziehungsweise hat sich keiner reingetraut. Na, das Problem ist ja die Form. Gerade bei der Frontscheibe, die ist ja doppelt gewölbt, einmal zur Seite und einmal von oben nach unten. Und das hat dann halt eben in der Praxis auch gezeigt, dass man halt eben nur diese VSG-Scheiben mit der Schutzfolie drin halt eben für das Schneiden nehmen kann. Also das ist auch eine originale Trabantscheibe, die wurde halt eben fachmännisch geschnitten. Und zu dem damaligen Zeitpunkt bin ich aber noch mit den restlichen in Makrolon gefahren. Der TÜV-Mann wollte halt eben damals nur die Frontscheibe in Echtglas haben. So, und dann bin ich halt eben dann eine ganze Weile so gefahren und 2014 war dann der, 2013 war dann der zweite große Umbau mit dem Heckblech. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt das Auto noch einmal komplett mache, dann komplett mit anderen Stoßstangen vorne und hinten, ein originales Heckblech. Ich möchte, so wie es der Deluxe damals original hatte, Ausstellfenster hinten haben. War auch eine sehr große Herausforderung, auch für die Glaserei, weil die das zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und der Überrollkäfig. Das waren halt eben für uns damals die größten Baustellen, die wir meistern mussten. Wir waren 2004 waren wir beim damaligen Treffen in Jüterbock. Da schimpfte sich damals Bind My Ride. Und abends bei einer
Flasche Bier, fuhr in Honda Accord. Ja, ich glaube in Honda Accord war es. Das war auf jeden Fall eine Limousine. Oben in Talmudweiß und unten in diesem Gelbton. So, und wir standen halt eben dann da und dann kam ein Auto von hinten und da habe ich dann so diese Lichteffekte im Scheinwerferlicht gesehen. Und da habe ich gesagt, das ist krass. So, da bin ich natürlich hin dann zu ihm, habe ihn gefragt, Mensch, was hast du da für eine Farbe drauf, etc. Er hat mir natürlich nicht verraten. Aber dann später im Bierzelt konnte ich es dann natürlich aus ihm rauskitzeln. Und er hat es mir dann gesagt, was es dann halt eben von Farbton ist. Und dann stand es für mich fest, die Farbe wird es definitiv. Das war, wir haben angefangen, das Auto zu lackieren und zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich das Auto bekommen habe, war alles blau. So dieses Standard-Racing-Blau. Sitze im Originalblau, Teppichblau, Käfigblau oder Überrollbügel war ja damals drin in Blau und das habe ich gesagt, das passt ja gar nicht. Und dann habe ich über unsere Haifi-Garage in Delitzsch, habe ich dann halt eben meinen Sattler kennengelernt und da hat er gesagt, hier, pass auf, ich habe hier ein paar Farbmuster, suche dir irgendwas aus und dann bin ich mit unserem Probestück, was wir als Lackiermuster hatten, eine alte Heckklappe, die mein Lackierer dann für mich mal vorbereitet hat, bin ich dann dahin gefahren. Ich habe gesagt, hier, habt ihr eine Heckklappe, so ungefähr sollte das dann aussehen. Was haben wir als Möglichkeiten, was haben wir für eine Farbmuster? So, und dann fing er dann natürlich an mit diesem Rehbraun, was ich schon richtig geil fand. Und dann habe ich auch gesagt, aber nur Braun drin, das möchte ich nicht. Ja, und da haben wir da wirklich stundenlang da probiert mit Farbmuster etc. Und dann sagte ein Angestellter dann, na, dann probiert auch noch diesen Mangoton. Wo ich sage, naja, orange, gelb, braun, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Und dann haben wir das alles dreist so nebeneinander gelegt. Und dann habe ich gesagt, genau so wird es dann. So, angefangen haben wir dann mit dieser Armaturenbrettabdeckung, Lenkrad, Säulenabdeckung, Türpappen, Sitze, das Soundboard hinten und Hutablare. So, das habe ich damals gesagt, das sollte reichen. Überall Käfig oder überall Bühe war damals dann bloß lackiert. Und dann habe ich noch angefangen, den Kofferraum dann auch dann in, nur in rein braun. Und ich wollte nur die Sitzflächen bzw. Soundboard dann hinten auch noch so ein kleines Muster, was dann so übergreift in den Türpappen, in diesen Mango-Orange. Das hat er mega umgesetzt. Und das, so bin ich dann gefahren bis 2014, wo ich dann den letzten Umbau hatte. Und da ging es dann halt eben mit diesen Lederwaren dann richtig los. Da habe ich gesagt, da müsst dann auf jeden Fall, Achsteile sind ja beledert. Der Wartburgtank, der ist komplett beledert. Also nicht nur von unten, sondern halt eben auch von oben, dass wenn man einen Heckdeckel aufmacht, dass man halt eben auch durch ein Sichtfenster auf das Oberteil von dem Tank halt eben sieht, dass der halt eben dort auch beledert ist. So, dann ging es halt eben weiter. Ja, hinten haben wir jetzt soweit alles. Achsteile sind beledert. Was machen wir jetzt? Ja, ich dann halt eben immer mit meinen Freunden aus Dresden, der Markus und der Robert, immer telefoniert. Tag und Nacht. Was machen wir? Welche Ideen? Ja, und dann fing das dann halt eben an. Hast du schon einen Dreieckslenker? Nee, machen. So, alle mit dem Sattler dann abgesprochen. Kriegen wir das hin? Können wir das machen? Ja, und dann ging das wirklich immer peu à peu, ging das dann weiter. Scheibenwischerarme. Ein Catch-Tank, dann eine Lichtmaschine, ein Anlasser. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen, dass ich nichts vergesse. Antriebswellen, Dreieckslenker, Wischermotor, der Blinkerrahmen vorne, die Türgriffe, der Spiegel, ein Tankdeckel. Ja, ich glaube, wenn ich aufzähle, was ich nicht habe, bin ich schneller, als wenn ich jetzt alles aufzähle, was ich habe.
Also Anfang 2014 war der dann fertig. Und dann habe ich für mich beschlossen, er ist zu schade zum Fahren. Ist halt eben blöd, wenn er nur hier in der Garage steht, und habe mich halt eben dazu dann durchgerungen, ihn dann zu verkaufen. Dann habe ich ihn dann auch verkauft. In der Zeit habe ich mir dann halt eben den Käfer mit meinem größeren Bruder dann zusammengebaut. Den bin ich dann auch 2 oder 3 Jahre gefahren, und dann habe ich mir dann halt eben einen kleinen Jugendtraum erfüllt, und das war halt eben ein 1er GTI. Den habe ich mir dann auch dann soweit fertig gebaut, so wie man sich das vorstellt. Und den habe ich dann aber verkauft, wo dann mein Sohn geboren wurde. So, und in den Atemzug habe ich dann 2020 an einem bestimmten Abend dann gefühlte 100 Nachrichten gekriegt, dein Trabi ist im Netz. Tatsächlich stand er zum Verkauf. Und da habe ich dann noch mit meiner damaligen Frau dann auch hin und her überlegt, was machen wir, holen wir und holen wir nicht. Ging gerade nicht, weil wir hatten uns das Haus gekauft gehabt. Mein Sohn wurde geboren, und dann war eigentlich das Thema für mich durch. Weil ich hatte einfach das Geld dafür nicht gehabt. Natürlich, sie hat auch gesagt, Mensch, komm, ja, das kriegen wir schon irgendwie. Aber da habe ich gesagt, nee, geht nicht, wir wollen das Haus umbauen etc. Passt halt jetzt nicht. Und durch meinen Lackierer bin ich halt eben dazu gekommen, dass er ihn halt eben mit einem anderen befreundeten Kumpel dann halt eben das Auto dann zusammen dann gekauft haben und mir dann halt eben hingestellt haben und gesagt haben, nimm, bezahlst ihn bei uns ab und dann ist er deiner. So, und dann, der Zustand war wirklich katastrophal. Es wurde, die Karosserie wurde komplett verfriemelt, es wurden Löcher sinnlos reingebohrt, es wurde in den Kabelbaum wurde sinnlose Gabel mit eingepflegt, die weder abisoliert waren noch irgendwas anderes, sondern einfach nur willkürlich mit Gabelbinder reingezogen worden sind. Der komplette Motorraum war so verschlammt, wo ich sage, so wie das aussieht, stand das Auto eigentlich bis zur Scheinwerfer irgendwo im Schlamm. Der Unterboden war wirklich katastrophal, die Bremsanlagen waren komplett fest. Die musste ich wirklich komplett alles neu machen. Und dann habe ich ihn dann halt eben dann zu mir nach Hause geholt, und dann ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. Aufgebockt, Räder ab, und dann ging es los. Achsen raus, das komplette Spritzsystem, das Auto lief gar nicht. Und dann haben wir wirklich dann angefangen, peu à peu, Schritt für Schritt, das Auto komplett auf den Stand wieder hinzustellen, wie ich ihn A 2014 verkauft habe und B, wie er jetzt hinter uns steht. Natürlich mit Erweiterungen, mit Verbesserungen. Alles andere wurde dann halt eben dann erneuert. Aber für mich bleibt er jetzt erstmal so. Natürlich hat er jetzt auch über die Jahre, was den Vorbesitzer natürlich auch zu schulden ist, seine Ecken und Kanten, wo man sagt, sollte man lieber nicht hingucken. Aber ich habe gesagt, wenn mein Sohn so alt ist, beziehungsweise wenn er das Alter erreicht hat, dann möchte ich noch einmal mit ihm den nochmal machen. Also sofern er das möchte. Es ist jetzt schon seiner. Er liebt doch sein Trabi, und aber das möchte ich für mich und für ihn dann mal so als Vater-Sohn-Projekt. Also so wie er jetzt steht, mit derselben Farbe, alles wieder. Also jetzt nichts irgendwie, dass er jetzt wieder eine neue Farbe kriegt. Nein, die Farbe ist seit 2005 ist die drauf, und die bleibt doch da drauf und kommt doch keine andere Farbe mehr drauf. Wenn sich mein Sohn wirklich für eine andere Farbe entscheiden sollte, werde ich ihn dir natürlich nicht reinreden. Aber so wie ich jetzt das für mich entschieden habe, wenn ich ihn nochmal mache, dann definitiv wieder in diesem Farbton.
bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei Marcel, meinen Lackierer, bei Markus und Robert aus Dresden, bei Daniel von A&M Technik aus Delitzsch und bei Roy von der Heavy Garage aus Delitzsch. Ohne die Jungs würde das Auto so nicht dastehen. Und da bin ich echt dankbar, dass ich das erleben kann und dass ich so eine Freundheit halt habe. Wir können telefonieren, wir gerade mit Markus und mit Robert. Wir können nachts telefonieren. Ich habe nachts angerufen. Mensch, ich kann nicht schlafen. Der Fehler geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Was ist das? Was kann das sein? Oh Mann, du schon wieder. Aber das kriege ich mal alles hin. Wir haben wirklich von 2020 bis 2022 haben wir wirklich jeden Tag viele Stunden telefoniert. Robert war unser Teilerlieferant. Dadurch, dass er halt eben doch die Connection hatte zu Originalteilen, wo wir gesagt haben, ja Mensch, krieg mal irgendwas hin. Ich schicke dir einen Vergaser zu, probiere, bevor du irgendwas kaufst, frag mich, ich schick's dir rüber. Oder Markus, was kann das sein? Hast du irgendwelche Theorien? Was kann es wirklich, woran kann es liegen? Bis wir dann wirklich dann die Fehler peu à peu, und es hat sich wirklich 2 Jahre hingezogen. Das ging dann so weit, dass wir dann wirklich im Endeffekt sogar den Motor tauschen mussten, weil wir dann halt eben so ein Drehschieberspiel hatten, wo ich dann gesagt habe, das geht nicht. Wir haben alles, die komplette Technik, komplett neu gewechselt und es funktioniert einfach nicht. Und das ist uns dreien bis heute wirklich ein Rätsel, was die Leute damals mit dem Auto getrieben haben. Und ein besonderer Dank geht dann auch noch an meinen Sattler Pjörn, dass er all die kranken Ideen in eine perfekte Qualität umgesetzt hat und für jeden Spaß weiterhin auch zu haben ist. Danke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, was man vielleicht noch ändern kann, beledern kann. Abonniert den Sauerkraut-Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns auf irgendwelche Treffen wiedersehen. Habt keine Scheu, sprecht mich an. Macht's gut.